Tails wurde entführt und es geht weiter bei Sonic Before the Sequel in der Fortress Flow Zone. Double Jump. Ist ja toll. Wie niedlich. Weil so besonders mega ist der Double Jump nicht, aber dem geschenkten Gaul schaut man euch ins Maul, deswegen. Auf wie blauer Igel. Fortress Flow Zone. Was für ein Flow, yo, Bro. Wir hätten dir den Flow ins Ohr gesetzt. Okay, das erinnert doch stark an die allseits bekannte Launch Base Zone, die auch mal gerne unter Wasser sich abgespielt hat. Und dieses Hoch- und Runterlenken ist ein Element, das kenne ich doch irgendwo aus der Labyrinthzone, so in etwa. Doch, der Soundtrack hat einen gewissen Flow. Urlaubsfeeling kommt da auf, irgendwie schon. Hier finde ich schön, wie das Wasser da durchrast. Dabei sind wir doch unter Wasser. Gut, im Rohr kann es anders aussehen. Du hast voll das Rohr. Das ist wie bei SpongeBob, ne? Das, die ganze Welt spielt sich unter Wasser ab, aber dann, wenn er badet, ist trotzdem Wasser in der Badewanne oder vergleichbare Situationen, wo nochmal Wasser auftaucht. Gut. Ich habe mich auch schlau gemacht, wie viele Zonen dieses Spiel hat. Verdammt viele, wenn ihr mich fragt. Die sind auch noch so lang. Ziemlich genau die Hälfte haben wir bis jetzt gepackt. Die einfache Hälfte. Okay, dann würde ich mal schätzen, es sind 4 Parts, ne? Ja, das ist eine Menge. Dafür, dass die Parts auch so lang sind. Man erinnere sich mal an mein Let's Play gern zu Sonic 1. Es waren 3 Parts. Also dieser Hack ist schon einer der längsten überhaupt. Der ist auch wirklich hochqualitativ gut, deswegen zocken wir es durch. Und ja, aber nicht alle sind so lang. Nicht mal die Sonic 2D-Spiele allgemein sind so lang. Sonic Advance zum Beispiel auch nur 3 Parts. Sonic Advance 2 war, glaube ich, 5 Parts. Ich glaube, Sonic Advance waren 4 Parts. Naja, nehmen wir es nicht so eng. Ich frage mich, wenn wir getroffen werden, verlieren wir dann unsere Luftblase? Das war ja ein Item aus. Okay, verlieren wir nicht. Was ist das, was das soll hier dann überhaupt? Einfach, dass wir uns bewegen wie unter Wasser, nur nicht ständig. Boah, da kam was angefangen. Bom, bom. Nur, dass wir uns nicht ständig Luft holen müssen. Ist ja auch mal nett. Bin ich jetzt einen anderen Weg gegangen? My Lord? Waren eben noch Stacheln in dem Gang drin. Das ist ganz schön böse, du. Das kommt mir bekannt vor. Gib dein bestes Blauigel. Oh, diese Gegner sind für mich manchmal nicht identifizierbar. Okay, der brutzelt. Ja, wenn ich da hoch will, die kommen schon da hoch. Kann nicht gegensteuern, ja. Tolle Wurst, ey. Ohne Ringe ist es gefährlich, ne? Dun, 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 dun. Ob das so zu einer Unterwasserwelt passt, aber es macht eine Unterwasserwelt erträglicher, der Soundtrack. Like that. So, hier irgendwo haben wir den Löffel abgegeben. Genau an dir, Kompagnon, dafür gibt es die Rache. Auffällig, dass die Gegner noch nicht mal Tierchen geben, wenn man sie besiegt. Normalerweise stecken doch hilflose Flickies oder anderes in den Robotern drin, aber hier nicht. Merkwürdig.
So, ich glaube, jetzt sind wir ein Stück weiter. Yay, ein Stück ist gut. Da ist der Level zu Ende. Es war immerhin Act 1. Oh Gott, drei Zonen will ich machen? Wir sollten nicht zu oft failen, weil sonst haben wir hier ein Problem. Oh ja, jetzt geht's noch mehr ab. Bei so einer Musik, da liegt man am Strand und schaut den Bikini-Girls hinterher. Genau so, ja. Dun, 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 dun. Mit einem Vanilleeis in der Hand geht man surfen. Jetzt nicht mehr so. Nein, Quatsch, der Soundtrack ist geil. Ich hab's noch gar nicht erwähnt. Es gibt zwei Versionen, oder ich hab's gar nicht so ganz gewusst. Es gibt zwei Versionen von dem Game. Das hier ist die aktuellere und bessere 2012er Version. Es gibt noch eine frühere Version, die... Wahrscheinlich stehen die Infos in der Videobeschreibung. Die Videobeschreibung mache ich immer erst im Nachhinein, also... Also dieses über den Heck. Oder über das Spiel, wenn es nicht gerade die Sonic Hex Rubrik ist. Auf jeden Fall war das da mit dem Soundtracks anders. Die wurden verbessert. Wurden dann nochmal eingefügt. Professionell, der Soundtrack war in diesem Spiel ursprünglich wohl nicht ganz so genius, wie er jetzt ist. Jetzt hat die Fortress Flow Zone auch den richtigen Flow. Yo, Bro. Also, aber ich will nicht sagen, fast schon langweilige Unterwasser-Stage. Bleibt einfach dran, die nächsten Zonen werden heftiger. Ich mache jetzt hier leere Versprechungen. Nein, werden schon nicht. Aber man hat ja einige Elemente erfunden hier mit diesem Hoch- und Runter-Linken und da sind jetzt irgendwelche Strombalken im Weg, da will man das... War vielleicht nicht so einfach zu programmieren, da möchte man das auch mehr als einmal einsetzen, nicht wahr? Deswegen völlig legitim und gelungen. Oh, Alter. Ja, ich konnte nicht nach oben. Ja, wie soll ich das denn riechen? So ein Zinken habe ich nicht. Dun, 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 dun. Aber immerhin können wir einen Doppeljump machen. Mit der Luftblase anscheinend. Hier unten jetzt Ende. Das habe ich mir fast gedacht. Das sah so aus, wenn er da runterstürzt. Ist in der Grube. Sonny kann gar nicht so schnell machen. Ja klar, wir sind unter Wasser. Wow. Gute Arbeit, Sherlock. Wow. Ich drehe hier durch. Was war das eben? Okay, das war ein Checkpoint. Ich glaube nicht, dass wir Continues haben, aber man kann das Spiel immer fortsetzen. Also ich habe jetzt auch eine Pause gemacht zwischen den ersten beiden Parts und jetzt. Bin also mit frischem neuen Elan dabei, auch wenn ich hier nicht schreie wie so ein Brüllaffe, aber ich muss mich konzentrieren, die Umgebung beobachten und den einen oder anderen Spruch reißen. Alles gleich ein Wunderbärchen. Ja, schon Dank, dass er gerade irgendwie was Stromer-mäßiges macht. Also ich habe echt bittere Befürchtungen, wenn ich hier drei Zonen in einem Part machen will, dass nicht zu heftig wird. Aber mal sehen, ihr seid wohl schon schlauer als ich. Gib mir die Ringe. Ja, ich hatte auch das Gefühl, wir waren schon verdammt weit. Obwohl die Zeit wird... Hier sind wir wieder an der besagten Stelle. Ja, ja, der macht einen. Kirre. Ich hab's doch... Ich hab so geahnt, wir waren einen Zentimeter vorm Ziel, ne? Bumm. So, da hab ich mir jetzt auch mal zum Ziel gesetzt. Act 3, ohne alle Probleme. Im First Try zu erledigen, weil sonst haben wir ein Game Over und das würde ich jetzt nicht so begrüßen. Hey, der Flow ist weg. Hört sich jetzt alles gefährlich an. Die Musik hört sich jetzt an wie du wirst absaufen. Obwohl wir unsere Luftblase haben. Egal. Du wirst absaufen. Gewöhnlich an den Gedanken.
Los, abkratzen, Igel. Was geht denn da eigentlich im Hintergrund ab? Der hat eine Unterwasserbasis gemacht. Wenn das Eggmans Werk ist da hinten und wessen sonst, dann ist es echt eine schöne Idee, wie ich finde. Das hat man noch nicht, weil dann gehen immer, Sonic geht immer in den Weltraum und nee, erst so in den Himmel und dann in den Weltraum. Vielleicht, warum nicht mal in die andere Richtung? Wie hier schön zu sehen. Auf dem Meeresgrund. Das ist geil. Nee, das ist eine gute Idee. Hätten die auch mal bringen können. Aber das ist halt die Sache, das trichtert sich ein. Stellt euch mal vor, in Sonic 2 wäre das Death Egg nicht im Weltall gewesen, sondern im Wasser. Vielleicht hätte sich dann auch eingebürgert, dass sich immer alles im Wasser abspielt. Statt im Weltraum. So gesehen finde ich es dann doch epischer. Was ist denn hier los? Ich verstehe, ich sehe es ja schon. Wir müssen ein bisschen mit Köpfchen agieren und nicht immer kopflos. Oh, der Ring flüchtet vor mir. Natürlich sind die transparenten Röhren hier nicht. Aber da können wir aber reinspringen. Hier würde ich hin, glaube ich. Boah, der hat mal hochgekonnt, aber ich will auch mehr hier hin. Ja, da ist noch was, aber ich traue mich auch nicht an den Roboter vorbei. Ich bin so ein Honk. Okay, dann gehen wir halt woanders hin. So. Ausgespielt, die Spielchen. Ich gehe woanders hin. Kann ich nicht entscheiden, wo. Hä? Double Jump! Es reicht nicht. Wenn wir die Plattform so bestreiten. Oh, Unverwundbarkeit. Danke, dass du auch mal wieder da bist. Das hätte mich fast zerquetscht. No! Ich drehe am Rad. Okay, wir haben noch ein Leben. Ah, ich glaube, wir müssen den Heck noch ein bisschen ausdehnen. Und machen nur zwei Zonen pro Part, weil wenn das sogar noch schwieriger wird, wird das problematisch womöglich. Das ist ja eigentlich ein Lob für das Fangame. Aber, aha, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das so viele Parts in Anspruch nimmt. Aber schreibt ruhig in die Kommis, das Spiel ist ja gut, ne? Habt ihr was dagegen, wenn einem guten, richtig guten Spiel wie dem hier auch mal 5 Parts zugeschrieben werden? Hm? Ich habe ja noch mehr Sonic-Projekte, ich lasse euch einfach mal dran teilhaben. Das hier war ja quasi eine Überraschung, habe ich schon lange vor. Die Rubrik Sonic Hacks. Und bis dann Sonic Boom im November erscheint, möchte ich neben den Sonic Hacks auch Sonic und der Schwarze Ritter gezockt haben. Sonic and the Black Knight. Vorausgesetzt, ich werde es nochmal intensiv anzocken, damit wir nicht mehr sowas haben wie bei Sonic and the Secret Rings. Aber es heißt ja, Sonic and the Black Knight ist viel besser als Sonic and the Secret Rings. Du bist echt ein rabiater Blödian. Wie soll man... Ich weiß gar nicht, wann die losfeuern. Woher soll ich das riechen? Wird es irgendwie angezeigt? Soll man das irgendwie merken? Das hat ja keinen Rhythmus. Ja. Da sind wir wieder ganz am Anfang. Ich hoffe aber, wir kommen einfach zu Act 3. Kommen wir. Das ist mal sicher. Jetzt gucken wir einfach mal, wie das ist, wenn wir Continue machen. Load Game. Emöp, emöp, emöp. Wo landen wir da? Fortress Flow. Jetzt drücke ich mal die U-Taste. Ich hab's euch mal erzählt, die U-Taste, ne? Damit überspringen wir ganze Acts. So, es tut mir leid. Ich war jetzt schon überlegen, sollen wir den Act 3 überspringen? Aber das ist irgendwie auch nicht mein Stil. Ich gebe einfach mein Bestes jetzt. Das habe ich auch eben schon getan. Ich wünschte, mit Tastatur wäre ich vielleicht echt nicht so schlecht.
Aber es war jetzt auch nicht daran. Komm, wir machen's. Kriegen's. Es gibt hier viele schöne Wege und ich würde sagen, wir bleiben möglichst oben. Das erste Mal, wo wir hier in diesem Act am weitesten gekommen sind, waren wir ja die ganze Zeit unten. Weil wir diese Passagen nach oben einfach nicht geschafft haben. Und bei dem Versuch eben lief es nicht optimal. Gucken wir mal. Ein bisschen komisch, wenn man sich orientieren muss, was sind die transparenten Röhren und was sind die echten quasi. Wie definiert man echt? Dies und noch mehr Fragen bei Sonic Before the Sequel. So, hier kann man ja durch, hier kann man ja rein. Ich würde sagen, speeden wir hier volle Möhre. Gucken, wo uns das hinführt. Es geht steil bergauf mit der Karriere. Ich hoffe auch mal, dass wir dem Ziel näher kommen. Und jetzt nicht hier irgendwas verplempert haben. Vielleicht gibt es ja drei Möglichkeiten, nach oben zu gelangen. Und das ist die erste. Und die zweite haben wir auch verbaut. Und dann hinten wäre noch eine dritte Option gewesen. Na, immerhin ein Checkpoint ist da zu erblicken. Das freut mich nach all den Jahren mal wieder. Ein Checkpoint. Schnell aktivieren. Egal, was passiert. So. Oh, wunderschöne. Ja, jetzt geht's einfach. Guck, jetzt läuft's. Ja, der Rest ist scheinbar Kinderkacke. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah. Ich muss so lange wie möglich da draufstehen bleiben. Ja, das ist ja wirklich auch das. Aber eine schöne Idee, schöne Idee. Passt. Das war jetzt aber nicht besonders schwierig. Ich würde schätzen... Nein! Das war die U-Taste. Ich wollte doch nur springen. Ach, dann nehmt es mir nicht übel. Das war... Ah, ich war doch gerade dabei, den Eck zu lösen. Ja, komm, teert und federt mich, wenn ihr wollt. Wir machen weiter. Was ist das für ein Boss? Ja, gar keiner, oder? Nichts erkennen, ist unten was? Bitte was? Okay, der hat jetzt ein U-Boot. Nee, es ist Panzerglas, er ist gesichert. Aber diese Bomben oder Raketen müssen wir auf ihn zielen. Aber wie? Muss ich vielleicht die anspringen? Dankeschön. Ich wüsste nicht, was sonst. Etwas, was wieder viele Fragezeichen aufwirft hier. Yep. Ah, das war es auch schon. Das ist schon die ganze Kunst. Die A sollen wir anrempeln und die andere nicht. Jetzt habe ich aber keine Ringe mehr. Böse! Fortress Flow Zone. Ja, wie soll das denn gehen? Vernünftig. Mit der Hilfe von Uri Geller. Hä? Boah, Heck, stress mich nicht. Ganz im Ernst, also. Mach doch das schöne Spiel nicht kaputt. Werde doch wieder normal. So, dann zack. Man muss versuchen, direkt unter so einem Ding zu bleiben. Das war natürlich doof von mir gerade. Wenn nichts angezeigt werden würde. Oder eins von denen kommt, aber nein. Kann man aber springen. Jawohl. Ja, vielleicht sollte ich öfter springen, dann sehe ich ja, wo die herkommen. Ist zwar nicht so überragend, hat die Kamera einfach höher machen können, aber... Ja, ich weiß, dass ich dich direkt... Wow.
Oh, die macht man so noch stärker. Oh Gott, ey. Ihr stresst mich. Ey, die Parts werden zu lang, wenn ich da wirklich 3 Zonen in einen Part packen würde. Okay, also die großen Spitzen einfach nicht berühren, weil es dann eine größere Detonation gibt. Und die kleinen soll man ansprengen. Ja, eigentlich eine epische Idee, nur ein bisschen mehr zeigen hätten sie müssen. Naja, was soll's. Wenn das alles ist, dann wird er wohl nach ein paar Treffern down gehen. Schön. Heilige Macaroni! Ja, da hast du nochmal. Nose. Ja, geil gemacht. Ja, hat er jetzt mal bald die Schnauze voll oder wie lange soll das noch gehen? Wir essen heute zeitig. Ja, muss jetzt mal reichen. Da, bitte, Brigitte. Damit ist der Flow geschafft. Auch wenn Eck 3... Wow. Kenn ich doch irgendwoher. Können wir jetzt Tails befreien? Er ist gefangen, aber wo steckt er? Hier sieht's pflanzig aus. Er wird rausgeschmissen. Perilous Paradise. Sieht aus wie so ein künstlicher Garten. Epic, das sieht aus wie bei Dr. Briefs. Wer erkennt nicht Dr. Briefs? Ja, der Vater von Bulma bei Dragon Ball. Der hat auch so eine riesige Kuppel mit einem eigenen Wald drin, wo er die Tiere aufnimmt. Und jetzt eben auch Tails, ist sehr überragend. Bedrohte Tierart, der zweischwänzige Fuchs. Verstehe. So, hier sind wir wieder unter Wasser, aber Luft. Braucht es Sauerstoff. Atmen. Feuerst du ab? What the fuck? Ich mach die kaputt. Wo fliegen wir denn hin? Will ich hier hinfliegen überhaupt? Ich glaube, ich will nach rechts weiter. Du. Also an dem Umfang des Spiels ist nichts zu meckern. Im Gegenteil. Doch, eigentlich schon. Das ist zu lang. Ey, passt. Passt. Man sollte froh sein. Man will halt die hohe Qualität wahren. Der geringe Umfang ist ja auch immer Kritikpunkt gewesen eines Sonic-Spiels. Auf 2D-Ebene. 3D würde ich jetzt nicht so sagen. Warum man das zum Beispiel bei der Sonic Advance-Serie auch so niedrig gehalten hat. Ja, weil Sonic-Level halt auch, ich habe schon tausendmal erwähnt, nicht wie Mario-Level, einmal durchlaufen, alles gesehen, sondern es gibt tausend Wege. Wie geht das denn hier? Je tiefer diese Stange gehangen hat, und man dann auf die Sprungtaste gedrückt hat, desto höher ist man gesprungen eben. Oh, es geht steil bergab mit Tails. Schnappen wir uns einfach mal Luft. Wenn ich nicht weiß, was kommt als nächstes, brauche ich dann doch Luft. Könnte aber fast meinen, das wäre ein Original-Sonic-Spiel. Einfach so vom Aufbau und... Herrlich. Epic. Hier ist sogar ein Fernseher gewesen. Ein gutes Extra. Das war knapp. Schön, gefällt mir doch hier. Dann wird Eck 2 bestimmt genauso wunderbar.
müssten nur langsam mal das Ziel kommen. Das fände ich formidabel. Auch der Soundtrack gefällt mir irgendwie. Aber nicht, dass es hier jetzt eine wiederkehrende Schleife ist, weil... Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor hier. Das wäre doof. Hallo. Wop, wop. Doppel-Wop-Wop. Soll man einen richtigen Weg nehmen oder was geht ab? Was sind eigentlich diese Sonic-Monitore da? So, Luft geschnappt, ist schon mal gut. Aber wohin geht die Reise? Hier sieht's nicht verkehrt aus. Es wird Zeit! Es wird Zeit! Also die Zonen werden auch länger, habe ich das Gefühl. Das war Act 1, der Paradise-Zone. Wie kann das ein Paradies sein, wenn man es nicht mal aussprechen kann, ne? Was will eigentlich der Entführer von Tails, Eggman, Eggman? Weiß nicht, wer es sein könnte. Hier, ne? Hey, da war was aus der Mystic Cave-Zone, diese Brücke. Dann ballern diese Kollegen noch nicht wirklich, ne? Diese riesigen Kanonen, die ich am laufenden Band zerstöre. Wollte gerade sagen, kann sein, dass sie die Ringe vergessen haben. Ich glaube, das würde mir als Hack- oder Fangame-Ersteller passieren. Ich würde nicht so oft Ringe in die Stages legen, wie sie eigentlich üblich wären. Oha, da hinten geht was ab. Feuer! Und wieder bricht plötzlich ein Feuer aus. Wie in der Angel Island Zone. Genial gemacht, dabei sind wir unter Wasser. Ja, und die Sonic Monitore, ihr seht's. Plötzlich ist da ein dicker, pummeliger Wissenschaftler zu erkennen. So, Luft hätte ich gern. Das wäre ganz wichtig, ein bisschen Luft. Danke, Schätze. So, die Musik läuft immer noch. Bin ich jetzt sauber, obwohl ich Luft geholt habe? Nein, man ersäuft nicht. Nur die Musik ist irgendwie trotzdem da, wenn es angefangen hat. Lol. Ja, diese Fernseher werden immer mehr zu eggy. Kratzen im Hals, ey. Ich bin auch nicht jünger als Let's Player, nein. So. Ich bin ein bisschen krank, immer noch Erkältung und so, Stuff. Merkt man aber nicht so viel, ne? Ich bin nur nicht am Schreien wie so ein Depp. Ich bin immer noch ein Depp, aber ich schreie nicht so, ne? Muss man differenzieren. So, die nächste Luftblasenstelle gehört mir. Die hätten wir hier. Muss nur noch rechtzeitig kommen. Ich hasse sowas. Wird eigentlich blöd, läuft der Sound immer noch? Danke. Was macht ihr denn mit mir? Was soll das denn? Wäre die Blase früher gekommen, das Geile ist, ich habe sie ja noch eingeschluckt. Weißt du, kommt so Game Over und eine Millisekunde später war es dann soweit. So, ich war auf jeden Fall schon in Act 2. Warte, hab ich wieder einen übersprungen? Nein, doch. Aber wir haben ja eigentlich den Act fast komplett gesehen, oder? Wie gesagt, die können mich ja teeren. Die Zonen werden auch so viel länger. Das ist unglaublich. Wir haben schon so viele gesehen, ne? Und die haben auch quasi 4 Acts. Das muss man sich auch mal vor die Nase falten. Was geht denn jetzt eigentlich ab hier in dem Dschungelbereich? Da ist eine riesige Basis. Irgendwas Elektronisches. Auf einmal alles Mecha-mäßig. Das verstehe, wer will.
Was muss Tails hier bloß alles mitmachen? Es wäre cool, wenn die letzte Zone mit Sonic und Tails ist. Wie halt in Sonic 2 eben, zusammen. Gucken wir dann gleich mal. Fest steht auf jeden Fall, nach dem nächsten Boss ist Schluss, weil wir haben schon bald die halbe Stunde. Regt mich ein bisschen auf, muss ich sagen. Ich habe gedacht, wir gehen mal langsam dem Ende entgegen, aber Pustkuchen. Ja, bald hast du die Hälfte. Nee, ganz so schlimm nicht. Diverse Fails zu den schlimmsten Zeitpunkten sind schuld. Jetzt bin ich ganz tief in der Tinte. Ich brauche Luft, ich kann ja nicht so lange rumdönern. Da. Hepsa. Thank you for the checkpoint. Und was haltet ihr von meinem Plan? Nach den Sonic-Hacks mit Sonic und der Schwarze Ritter weiterzumachen. Und ja, dann in etwa so zu timen, bis Sonic Boom erscheint. Ist ja noch Zeit. Aber wir haben ja noch einiges an Hacks und ich weiß auch nicht genau, wie lang Sonic and the Black Knight ist. Jedenfalls nicht kurz. Sogar länger als Sonic Before the Sequel. Ja. Könnte passen, oder? Selbst wenn nicht, mache ich mir auch nichts draus. Zwei Projekte zu überschneiden. Können wir auch vorstellen, die Sonic Hacks weiterlaufen zu lassen, aber halt nicht täglich zu kommen, oder? Ich sag mal, vielleicht nur zweimal die Woche oder so. Irgendwelche lustige Hacks und so. Von den lustigen Hacks haben wir noch gar nicht so viele gesehen, außer vielleicht Homo Ciao Edition. Wir sind alle die ganze Zeit so bierernst und ich zock hier so, ja, durchaus schöne, aber fast schon langweilige Level mit euch durch. Die echt kein Ende nehmen. Okay, okay, okay. Oh, naja gut, was soll's. Jetzt sind wir dran. Special Zone und Boss. Ist okay? Tails macht das. Du machst das jetzt. Hast gehört? Ja, sofort, Tails. Woher kenne ich den Soundtrack? Das Ciao Race aus Sonic Adventure 2 oder was? So ein bisschen. Auf 16-Bit versteht man das kaum. Ich glaube schon, das ist Ciao Race von Sonic Adventure 2 Battle, oder? So ähnlich. Ja! Ich glaube schon. Ist wohl kaum wiederzuerkennen auf 16-Bit. Naja, wir kriegen auch hier die 200 nicht mehr voll, wie ich das kenne. Scheitern knapp. Was auch viel besser hätte machen können. You got extra Leben, das ich bestimmt brauche im Bosskampf. Diese Paradieszone. Ein altbekannter, nee, ist schon wieder dieses Kugelgesicht. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Tails legt sich immer nur mit dem an und nicht direkt mit dem Professor. Wir hatten die Diskussion hier, Snowy Cat im Kommentar, ne? Von Sonic, der irre Igel. Ja, das ist die TV-Serie, Sonic, der irre Igel. Diese Cartoon-Serie. Die jetzt ein bisschen geremixed ist. Aber das ist auch für mich der einzig wahre Eggman-Soundtrack irgendwie, weil immer wenn er aufgetaucht ist, kam das Scratch and Crunch. Oh, das macht so süchtig.
Oder war sogar das Intro? Das war das Intro, ne? Der TV-Serie. Ohne Ringe wird's jetzt hier heftig. Ah, ich hab Regen. Willst du nochmal hören? Ja, das war der Anfang vom Opening. Das war das Opening, sorry. Ich wollte doch den verdammten Ring. Das finde ich geil, dass man hier sogar Sonic und Sonic der Ehre Igel berücksichtigt. Mal sehen, ob ich dir noch mehr Treffer abverlangen kann. Geil, mehr davon. Das passt wohl irgendwie. Ja! Ich glaube, das wird nichts. Aber diesmal. Scrolling Level. Wie ich Scrolling Level liebe. Was war das denn? Schaut euch einfach mal an, das Opening von Sonic the Eagle. Warum hat es nicht getroffen? Boah, der ist heftig drauf, oder? Was ist das denn? Ich berühre den noch gar nicht. Neko Miway. Ich wollte zum Ring springen. Oh. Boah. Die zweite Hälfte des Spiels ist aber ganz schön hardcore. Zum Glück muss ich nicht immer alles neu spielen, sondern kann es halt skippen. Das machen wir jetzt gerade nochmal. Guck doch mal, wie lang dieser Part ist. Und haben wir zwei Zonen geschafft? Ehrlich gesagt haben wir zwei Acts übersprungen. Nein, nicht ganz. Sie haben ja schon sehr weit gespielt gehabt jeweils. Das ist halt verzeihbar. Wo sind wir denn jetzt? Beim Boss wenigstens. Eine Zwischensequenz. Ja, sieht so aus. Fast schon mein Highlight des Spiels gerade. Passt schon als Bossmusik. Passt zu dem. Der ist so nicht verwundbar. Sag das doch gleich. Und wann ist er verwundbar? Steht das irgendwo dran? Geht mir aber gehörig auf den Keks. Blöd, so ein scheiß Ring einzusammeln. So, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, dann können sie von mir aus auch was von Sonic Underground machen, oder? Ist schon Sonic ZM, das war auch ein geiles Opening von der Musik her. Und Sonic X. Boah. Zerquetscht. Wieder keine Ringe. Gut. Noch ein Treffer. Vielleicht muss man die ganze Zeit durchhalten. Nein, also du siegst. Na, Handschock, Halleluja. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Zack, Daumen hoch, würde ich mich sehr drüber freuen über diese Anstrengung. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal mit den nächsten zwei Zonen Richtung Finale. Noch eine Teaser-Zwischensequenz für euch. Und dann sage ich auch schon mal bis dann und ciao.